Hallo und herzlich willkommen zu einem Video in unserem Kursleitfaden. Und zwar möchte ich euch heute ganz gerne einmal zeigen, welche Kurse es bei uns gibt, extra zur Maßanfertigung von fantastisch sitzenden Etui-Schnitten. Und zwar schauen wir am allerbesten, ihr auf der Kaizo Online-Kurse-Seite bei Nähen unter Oberteile erst einmal. Oder ihr könnt natürlich auch hier in der Suchleiste eingeben, Etui-Schnitte, wenn ihr Lust dazu habt. Und dann finden wir hier den Aufbaukurs Abnäher Etui-Schnitte. Und zwar steht auch hier in der Beschreibung dabei, dass es mit Sicherheit hilfreich wäre, wenn ihr eventuell schon den ein oder anderen Kurs einmal gemacht habt, vielleicht auch schon euren Oberteil-Grundschnitt einmal erstellt habt, aber diesen Kurs könnt ihr auch machen, wenn ihr sonst noch gar keinen anderen Kurs habt. Und zwar zeigen wir in diesem Kurs, wie ihr euch anhand eines, ja, quasi eines großen Stückes Stoffs auf den Körper genau euren eigenen Etui-Schnitt macht, erstellt, absteckt. Und daraus könnt ihr dann super tolle Kleider nachher machen. Aber nicht nur Kleider. Ihr könnt natürlich auch super cool mit diesen Abnäher-Varianten Hoodies machen für den Winter. Da braucht ihr natürlich entsprechend ein wenig mehr Weite. Aber ihr seid mit einem Etui-Schnitt natürlich wirklich frei, da so viel daraus zu machen. Wir schauen uns diesen Kurs mal in meine Kurse, wenn ihr den denn eingekauft habt, den Kurs, dann findet ihr den hier unter meine Kurse und wir schauen uns einfach mal an, was ihr in diesem Kurs so alles findet. So, dann wollen wir mal gucken. Wann war denn? Wieso bin ich jetzt wieder zurückgerutscht? Ei! Schauen wir noch mal. Da sind wir irgendwo vorbeigerutscht. Na, da ist er doch. Und zwar finden wir hier einige Videos. Abnäher, wo und wie, Beispiele an der Puppe, Infos zum Aufbaukurs, Etui-Schnitt, Weitenzugabe an der Maßanfertigung, Aufbaukurs, Abnäher. Gut, worum genau geht's? Hier stecken wir noch einmal die Abnäher an der Puppe, um zu demonstrieren, wie genau das denn so funktioniert, beziehungsweise Svenja zeigt euch das einmal. Hier in diesem Video erklärt euch Svenja, wie ihr eine Art Kastenschnitt vorbereitet, aus dem ihr dann später euren perfekt passenden Etui-Schnitt kreiert. Welche Nähte sieht man im Schnitt wo? Also es sind jede Menge tolle Erklärungen dabei. Eine erste Anprobe, erstes Abstecken, Abnäher im Schnitt einzeichnen und gleich
gleichmäßig übertragen. Die zweite Anprobe mit abgesteppten Nähten. Die dritte Anprobe mit feinen Korrekturen. Seitliche Naht und Abnäher versetzen, falls euch da irgendetwas nicht gefällt oder nicht so ganz an der Stelle sitzt, wo ihr wünscht. Dann wird aus dem, ja, aus unserem abgesteckten Stück Stoff ein Schnittmuster erstellt und alles schön ordentlich auf Stoff übertragen. Wie ihr das macht, erklärt euch Svenja ebenfalls hier, worauf ihr achten müsst bei den Nahtzugaben und und. Und dann näht sie noch ein weiteres Oberteil, um zu gucken, ob die Korrekturen auch alle wirklich korrekt sind. Und da hat sie auch hier noch eine etwas entdeckt und korrigiert das nochmal, was aber eigentlich super ist, denn immer wenn irgendwo eine Kleinigkeit ist, ist es natürlich auch super, weil wir können es dann direkt euch nochmal veranschaulicht erklären. Besser, wie wenn ihr nachher zu Hause steht und euch passiert vielleicht so etwas, dass irgendwo ein Stück Stoff fehlt oder so und ihr wisst einfach nicht, woran es lag. Hier hat es Svenja dann einmal schön nochmal mit erklärt. Hier hat Svenja dann nochmal erklärt, Schnittänderungen mit Beispielen etwas mehr Weite, Fehleranalyse bei einem genähten Kleid und Korrektur im Schnitt, Anprobe des Kleides mit Änderungen der Weite am Armausschnitt. Hier sind ein paar Designbeispiele und hier unten haben wir noch nun hinzugefügt einen Live-Workshop, in dem ich ein bisschen was zum Etui-Schnitt erkläre, auch in puncto Curvys. Ja, sehr informativ. Da ist jede Menge Info in dem Kurs. Ich möchte euch trotzdem noch einmal kurz zeigen, für alle diejenigen, die sich etwas schwer tun mit Schnittmustern selbst erstellen, für den ist dieser Kurs einfach der allerbeste Kurs, denn hier in diesem Kurs wird alles rund ums Schnittmuster ändern erklärt und es gibt über 70 Schnittmuster, die hier in diesem Kurs schon mit enthalten sind. Ich glaube von Größe 32 bis Größe 60, die ihr dann perfekt auf euch abstimmen und anpassen könnt. Also ihr habt sozusagen schon eine Vorlage, die natürlich nicht perfekt auf eure Körpermaße passt, kommt aber hier in den Videos, sind über 30 Videos, bekommt ihr genauestens erklärt, wo ihr was und wie ändern müsst, damit es dann am Ende richtig gut sitzt und genau. Das wären dann also die Kurse speziell für den Etui-Schnitt und ich kann jeder Frau einen gut sitzenden Etui-Schnitt mit wunderbar angepassten Abnäherformen nur ans Herz legen, denn ja, mit einem Etui-Schnitt, der richtig gut passt, könnt ihr richtig gut eure Körperform betonen oder eben auch etwas kaschieren, wenn ihr möchtet. Und ja, ihr könnt daraus so viele Kleidungsstücke erstellen, dass ich denke, einfach jede Frau sollte einen gut passenden Etui-Schnitt haben. Gut. Das war's zum Kursleitfaden für Etui-Schnitte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit unseren Videos. Schaut auch gerne mal in unsere anderen Playlists rein. Und ja, ciao, dann bis zum nächsten Mal.